Hallo und herzlich willkommen auf startrumming.de zum ersten Livestream auf Twitch. Und das, was ich gerade gespielt habe, das ist auch das Thema, das wir heute behandeln werden. Das ist ein Drumlick. Was habe ich da jetzt genau gemacht? Ich habe dann einfaches Drumlick gespielt. Und zwar ist das eigentlich ein halber Single-Paradiddle. Das heißt, wir spielen da rechts, links, rechts, rechts, links. Und dann spiele ich zwei Bass-Drum-Schläge. Die kann ich dahinter oder davor machen. In dem Fall habe ich es jetzt eigentlich davor gemacht. Das heißt, ich fange eigentlich an mit der Bassdrum. Rechts, 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 links, rechts, rechts, links. Kick, kick, rechts, links, rechts, rechts, links. Rechts, rechts, kick. Und das kann man zunächst mal einfach automatisieren, bis das wirklich sauber geht. Ja, das geht also relativ schnell. Das ist jetzt überhaupt kein Problem. Wir können auch mal von oben drauf schauen. Den halben Paradiddle-Diddle spiele ich dann im Prinzip auch immer rechts, links, rechts, rechts, links aus einer Bewegung heraus. Also ich lasse das eigentlich nur fallen. Der Rest wird dann mit den Fingern gesteuert im Prinzip. Rechts, links, Finger öffnen. Rechts, rechts, links. Ja. Und das muss man zunächst mal automatisieren, dass das funktioniert. Ja, wenn man, wie ich das schon ein paar Jahre macht, ist es natürlich wesentlich einfacher. Wenn man das noch nicht so lange kann, dann anfängt, macht man es natürlich ganz, ganz langsam. Also Bass, Bass, rechts, links, rechts, rechts, links. Und die nächste Methode, das habe ich jetzt gemacht, ist dann das natürlich dann aufzusplitten. Das heißt, ich gehe her und spiele den Single Paradiddle nicht nur auf das Snare, weil so klingt der ein bisschen fad. Kann man sich jetzt fragen, muss man das mit dem Handsatz machen? Nein, man könnte es eigentlich auch so. Fünf Schläge. 1, 2, 3, 4, 5. Das kann man, wäre eigentlich viel einfacher. Interessant wird das tatsächlich erst, wenn man es verteilt. Also wirklich so spielt. Rechts, links, rechts, rechts, links. Ja? Rechts, 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 links, rechts, rechts, links. Kick, kick, rechts, rechts, da. Bass, bass, rechts, links, rechts, rechts, links. Bass, bass, rechts, links, rechts, rechts, links. Rechts, Bass, rechts, links, rechts, rechts, links. Das übt man jetzt die ganze Zeit lang, bis das wirklich sauber läuft. Zur Not auch noch langsamer. Ja, rechts, rechts, links, rechts, 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 links, links, rechts, rechts, links. Wichtig ist, dass alles schön gleichmäßig nacheinander gespielt wird. Also jede Note für sich in der gleichen Länge. Rechts, rechts, links. Das sind insgesamt 7 Noten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Bass, Bass, rechts, links, rechts, rechts, links. Langsam das Tempo steigern.
Ja? Und das ist dann auch der Punkt, an dem man dann kommt, wenn man das schnell genug spielen kann, dann hat man dann einen Drumlick quasi generiert. Ein Drumlick ist ja nichts anderes wie eine orchestrierte Hand-Fuß-Kombination, die ich sehr, sehr schnell spielen kann. Es können auch nur die Hände sein oder nur die Füße, wenn man so will. Das hängt immer davon ab, was man da genau macht. Also im Prinzip ein Handsatz, der halt orchestriert wird und den halt möglichst schnell gespielt. Und das erzeugt einen gewissen Effekt. Ja. Ein klassisches Beispiel für mich ist das hier. Da spiele ich eigentlich nur rechts, rechts, links, rechts, rechts, links. Nur spiele ich das natürlich nicht so, sondern so. Ja. Das klingt nach wesentlich mehr, als es eigentlich ist, aber es sind genau diese drei Schläge. So hört man das, gell? Und genauso ist es bei diesem Lick. Da haben wir eben den halben Single Paradiddle, rechts, links, rechts, rechts, links und davor die Bassdrum. Kurze Story, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe manchmal so Pausen zwischen zwei Unterrichtsstunden oder so. Und dann spiele ich, wenn ich auf Ideen kommen will, einfach mal drauf los und guck, was so passiert. Und wenn ich was Interessantes finde, dann schaue ich mir das genauer an. Und genau das ist hier passiert. Ich habe hier also einfach gespielt und bin an diesem Lick hängen geblieben. Ich habe das bestimmt schon seit Jahre immer wieder mal gespielt und einfach verwendet, ohne drauf zu achten. Und dann habe ich mal geschaut, was ist das? Das ist ja nicht ganz so gerade. Und dann bin ich drauf gekommen, das sind Siebener. Und dann kommt das bei raus. Ja? Und das ist dann das Schwierige, dass man es wirklich langsam spielt und guckt, was macht man da, wenn man so ein Drumlick einfach spielt, intuitiv und gar nicht drüber nachdenkt, dann ist es gar nicht mal so einfach, sich zu zwingen, das wirklich mal ganz langsam zu spielen. Das ist auch dann der Punkt, ab dem es dann universal einsetzbar wird, wenn man es mal wirklich auseinander nimmt und ganz, ganz langsam auch spielt, dass man sich klar macht, was macht man damit, denn dann kann ich es auch abändern. Und dann habe ich dann drei Lessons draus gemacht. Zuerst in 5, das ist die Basisfigur in den Händen, dann mit einem Bassdrumschlag, dann mit 2, dann 6 und 7. Und solche Sachen kann man dann machen. Und dann kann man schon gezielter einsetzen. Und dann die Idee kommt, daraus Grooves zu bauen, ist dann auch eine schöne Sache. Aber das können wir uns alles ja nochmal anschauen. So, also wir sind kurz vorm Ende. Ich habe ja da ein bisschen früher angefangen. Wir sind auch schon über die Stunde drüber. So, das wäre es dann jetzt eigentlich für heute gewesen. Einfach mal das Drumlick dann üben. Bis nächste Woche. Jetzt, wie gesagt, jeden Dienstag um 20:30 Uhr hier auf Twitch.